Das sah ja so dämlich gerade aus, Mann. Digga, hab mich selber vor mir erschrocken, Alter. Was geht, Chat? Aber geht's auch das? Ich muss richtig, also ich merke, dass der Stift malt. Das ist sehr unangenehm. Das Shirt ist so barbarmäßig, Bruder. Oh, Bruder, die Bewegung war schon für den Darm nicht gut. Es könnte darauf hinauslaufen, dass ich hier wirklich in die Wicken kacken gehen muss. Und ich habe kein Unterhemd dabei. Ja, dann nützt nichts. Dann muss das Dior-Shirt herhalten. Dann geht's nicht anders, Digga. Dann Augen zu und durch. Ich glaube, das Einzige, was ich dabei habe zum Abwischen, auch die Tränen, sind die 50er. Da muss ich mir mit 50 Euro Stein den Arsch abwischen. Die sollten reichen. Perfekt. Profimäßig, Digga, mit dem Zweithandy. Das seid ihr. Gleich kommen die Stream-Sniper, ja? Ui, so ein Feini. So ein Feinchen. Wir sind am Wannenbecker See. Ich war hier das erste Mal mit Ron und Aska. Und hier ist die mit die teuerste, wenn nicht die teuerste, so wie ich gehört habe, teuerste Gegend Berlins. Ich will jetzt nur Wicked im Chat sehen. Wicked, 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 Wicked. Und hier fangen die Grundstückspreise. Ich bin kein Immobilienexperte. Da bezahlst du also nur fürs Grundstück zig Millionen, so wie ich gehört habe. Unsere Mission wird nicht sein, die Villenhäute sich anzugucken, wie ursprünglich geplant, sondern unsere Mission wird sein, ich werde bei irgendjemandem klingeln, bei einer Millionenvilla und fragen, ob ich kacken gehen kann. Stellt euch das wirklich vor. Oh, jetzt Wicked, Wicked in den Chat. Wicked, Wicked. So, let's go. Let's go. Ja, das ist der Wannenbecker See. Wer sieht sich da? Eins in den Chat. Wer hat da Bock, sich ein Boot zu kaufen? Eins in den Chat. Also, die Ecke zeichnet hier. Hier, da haben wir auch hier. Lernen wir mal ein bisschen. Die Insel Schwannenwerder. Schwannenwerder zählt schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammen mit den Villenkolonie Alsen und Wannsee. Digga, wisst ihr, was mir dazu einfällt? Moment. Halbe Bibel, ganzer Sohn. Man fährt hier rauf. Buff. Dann ist ja einmal eine Insel und dann fährt man halt wieder zurück. Das ist ein Kreisel so gesehen. Und da hinten oder hier sind überall Häuser. Das muss ich euch sagen, das ist schon ein schönes Fleckchen Erde. Wenn ihr jetzt alle 1000 Euro spendet, dann können wir uns hier ein Boot kaufen, aber nicht ein Haus. Oh mein Gott, wie viele Enten hier sind. Hey Jungs, was geht? Quack, 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 quack. Ah ja, perfekt, danke. Digga, die haben aber ein gut Life hier. Ich weiß auch nicht, was jetzt sich mein Darm dabei gedacht hat heute. Weil eigentlich ist der Rhythmus morgens und spätabends. Warum jetzt mitten am Nachmittag? Oh Mann. Egal, scheiß drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kacke hier einfach jetzt in den LKW rein. Nein, Digga. Nein. Das werde ich mich nicht trauen. Und hier fängt es jetzt schon an. Ihr habt ja gerade gesehen, den See. Guck mal. Buff. Guckt euch das schöne Ding an. Klein, aber fein. Und ich kann euch sagen, das Ding, so wie es hier steht, ich würde sagen, das Ding mit dem Ausblick locker 6, 7, 8 Millionen Euro wert. Im Leben nicht, doch 100%. 1-2 Millionen eher. Also, lieber Livestream-Chat, ich möchte ganz kurz einmal sagen, dass bei mir das Haus plus Grundstück schon 1,2 Millionen gekostet hat, okay? Und hier ist Berlin. Beste Lage. Also sagt mir nicht, dass, Dann ist die Frage, was kostet das Ding hier, Chat? Also das Ding, oder? Ich sag persönlich, das Ding, 15, 20 Millionen wert. Also 10 Millionen auf jeden Fall, ich würde sagen, drüber. Digi, das sieht aus wie die Botschaft von Berlin. Versteht ihr, wie ich meine? Ihr unterschätzt die Lage hier. Das sage ich euch so, wie es ist. Boah. Hier sind wir. Fragmente der Tullerien, 1564 bis 1871. Böse Zungen würden behaupten, da hat Onkel Mutter schon gelebt. Guckt euch mal diesen Ausblick an, Mann. Guckt euch mal an, wie wunderschön das ist hier. Das hat schon eine schöne Optik, oder? Und hier sind wirklich, Digga, hier sind Häuser. Puh, was anderes, Digga. Da kommen aber noch ganz, ganz Dinger. Oh, zwei. Nicht eine G-Klasse, sondern zwei. Und bevor mir jetzt Leute, filmst doch den Leuten irgendwie Garten und. Hier ist ja alles erstmal öffentlich und ich filme nur da, wo ich sehen kann. Ich betrete das Grundstück ja nicht unrechtmäßig. Also ich sag ganz ehrlich, das ist schon mal ein Eingangsbereich. Wir filmen natürlich jetzt, ich könnte auch die Kamera hochhalten, das mache ich aber nicht. Nur das, was man auch von der Straße sieht. Das ist schon mal ein Eingangsbereich, der hat schon einen gewissen Prestigestatus, ne? Glaubt ihr, ich soll hier mal klingeln gehen und kacken gehen, Digga? Ja, das ist auf jeden Fall, ich sehe auch nicht, was da für ein Haus ist und ich werde auch nicht gucken. Das Haus ist natürlich hier auch ziemlich pornös und aber das wird auch Millionen kosten, Digga. Ist aber auf jeden Fall eine Gegend, die mir sehr gefällt. Natürlich werde ich mir hier nie ein Haus, hier ist auch nie ein Haus auf dem Markt frei, so wie ich gehört habe. Oh, Digga, da gönnt sich jemand aber hier die Dosis. Vielleicht ein Abonnent, der mich einladen will. Da kommt auch so, Digga, das Haus hier gleich auf der rechten Seite, das ist ein Schuppen, Digga. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Also wirklich von einem ganz anderen Planeten, Digga. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber das ist wirklich schon ein komplett anderes Kaliber. Okay, ich mache wieder, ich sag euch, was das Grundstück hier wert ist. Mit dem Haus
Über 20 Millionen. Jetzt ist raus. Über 20 Millionen, sage ich, ist das hier wert. Eine Firma drin oder sowas. Oh, Europaflagge. Das Parlament oder so. Mühlberg, Hausverwaltung, Büro. Okay. Was? Wie kann man mir helfen? Wie, was geht hier ab? Wer seid ihr denn? Security von der Insel? Ja. Und warum hat dein Kollege einen Stock in der Hand? Wer ist denn gerade Schnitzel? Ah, okay. Nö, mir kann man eigentlich nicht helfen. Willst du nicht? Warum? Fragen nur, was machst du hier? Ich laufe hier und stream. Mhm. Ist das ja nicht verboten, oder? Nee, schönes T-Shirt. Dankeschön. Ihr seht eher aus, als wenn ihr gerade vom Strand kommt. Nee, wir kommen von zu Hause. Ja, du musst aufpassen, ich bin hier live, da sieht man dich. Ah, du bist live. Ja, ja. Ich habe ja gerade gesagt, ich stream. Sollte ja kein Problem sein. Ich laufe hier ganz normal längs und quatsch mit meinen Zuschauern und filme keine Grundstücke, beziehungsweise zeige das, was man auch mit dem Auto sehen würde, wenn man hier längs fährt. Und wer bist du? Wie meinst du? Jetzt auf Twitch? Ja. Heiße ich Montana Black. Und wofür streamst du das? Für Twitch. Okay. Du weißt ja schon, du bist auch Schwanwerder. Das ist jetzt nicht so normal, hier einfach rumzurennen und zu filmen. Das stimmt, da hast du recht, ja. Aber ich war hier schon ein paar Mal vorher und mir hat es gut gefallen. Ja. Ich finde es hier eine super Wohlfühloase. Ich finde es erstaunlich, was hier für schöne Häuser sind. Ja. Und habe mir einfach spontan vorgenommen, hier halt mit der Kamera hinzulaufen und eine Runde spazieren zu gehen und Blog, meinen Zuschauer mitzunehmen. Und das Ganze mit Respekt zu behandeln, kann man natürlich in der Übertragung sehen. Ich würde jetzt nicht die Kamera hochhalten und auf Privatgrundstücke filmen, sondern ich gehe halt ganz normal spazieren, als wenn ich halt auch keine Kamera in der Hand hätte, bloß kommentiere es halt ein bisschen. Ja. Haben sich hier Leute beschwert oder was ist das Problem? Nee, wir haben es schon mitbekommen. Und ist es ein bisschen unsere Aufgabe, hier zu gucken, was passiert, wer hier so reinkommt, was hier die Leute machen? Ja, kann ich auch verstehen. Ist ja auch nicht hier eine teure Gegend, ne? Und ja, normal müssen wir jetzt von dir Geld nehmen. Geld nehmen? Ja. Wieso Geld nehmen? Das kostet. Geld hast. Hä? Geld hast. Hm. Ja, aber würde ich jetzt ehrlicherweise keinen Grund. Was ist das für ein Film? Weil wir keins haben. Für die Erlaubnis. Seid ihr hier die Insel... Security, die Geld von irgendwelchen Leuten nimmt, die hier spazieren gehen oder was? Quasi, ja, genau. Ja, da muss ich euch enttäuschen, bei mir gibt es nichts zu holen. Also wenn ihr wirklich hier die Security seid, dann höre ich auf zu filmen, dann gehe ich wieder, wenn ihr damit ein Problem habt. Aber ich werde bestimmt nicht dafür bezahlen, ist ja ein öffentliches Grundstück hier. Solange ich nicht auf irgendein Privatgrundstück... Also ganz öffentlich ist es nicht, also es ist offiziell öffentlich, aber ganz offiziell eigentlich nicht. Also wollt ihr jetzt von denen, die mit dem Fahrrad hier längst von auch Geld nehmen? Nee, die kriegen ja nicht. Und die Kumpan ja, die fahren ja hier immer lang. Ja gut, aber also wäre mir neu. Spaß. Wir wohnen hier. Wir haben nur mitbekommen, dass du hier filmst und dann rausgekommen. Ich habe auch gedacht, dass ihr. Du bist ein bisschen famous, du musst mich ein bisschen pranken. Ja. Digga. Scheiße. Ja, also für die Leute, die jetzt gerade im Stream sind, das sind hier, wie viele seid ihr? 6 Leute. Der eine hat etwas in der Hand, was ich auch zu Hause habe. Was ich jetzt nicht zeige, weil sonst wird es Ärger geben. Mann, da irgendwie. Ich wollte die ganze Zeit. Weil wir kein Geld haben, ich muss schon fast lachen. Ihr wohnt hier, oder was? Ja, wir sind gerade aufgestanden, wir haben einen gesplüfft. Und Alter, raus hier von der Tür, lass mal rausgehen. Ich habe mich gerade schon gewundert, Digga. Ich habe mich, wisst ihr, wie ich mich ein bisschen gefühlt habe? Wie in den Favelas damals, also so aus Dokumentation, wo dann die Straßenkinder kommen und sagen, du Diggi, wenn du hier durch willst, musst du ein bisschen Gebühr bezahlen. Ja, 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 so. Okay, aber dann beantwortet mir mal eine Frage. Was denkt ihr, ist das Grundstück hier wert? Dieses Grundstück, was ich hier gerade meinen Zuschauern gezeigt habe. Also die Außengrundstücke sind hier so. Ist es 50, 60 Millionen? Ja. Habt ihr gehört, Chat? 50, 60 Millionen. Die haben mir nicht geglaubt, dass ich gesagt habe, das eine Haus da vorne kostet 5, 6 Millionen. Weil es nicht direkt einen Seeblick hat. Ich stelle es mal hin, Digga. Ey, Jungs, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Dafür bezahle ich auch Gebühr. Ich stelle es mal kurz hier. So sah das hier übrigens gerade aus. Deswegen, ne? Könnt ihr mir ein bisschen Klopapier bringen vielleicht? Oder? Ja, ja. Komm mit einfach. Okay, ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Empfang ist. Ich habe hier richtig Struggle mit dem Empfang, Alter. Die ist doch ein Mast irgendwann vor ein paar Monaten. Digga, der eine Kollege kommt hier mit seinem Schnitzstock, Alter. Ihr, die Kollegen, die da Musik gehört haben gerade. Ich habe noch gesagt, so war ich stehe, ich habe noch gesagt, wenn ich da vorbeigehe, oder als ich da vorbeigehe, habe ich gesagt, vielleicht sind das ja ein paar Abonnenten. Ich habe schon gerade sogar ein Video von dir angeguckt. Ja? Ja, ich habe auch im Livestream nämlich so, ich habe so 1000 Euro in der Tasche, weil ich das abgehoben habe und habe gesagt, damit wische ich mir gleich den Arsch ab. Und da habe ich vielleicht gedacht, vielleicht hat das auch gesehen, dass sie das Geld in der Hand hat. Man weiß ja nicht, ne? Ja, ja, ja. Ein Kollege ruft mich an, ey, brutal,
nach der Straße, geh mal raus. Jones. Was? Ah, Jones. Oha. Jones. Ja, schöne Grüße, Jones. Sehr egal. Ja, nur wenn du so zwei, drei Taschentücher. Und ihr wohnt hier zusammen, oder? Ja, ihr habt auch alle das gleiche T-Shirt angehabt, ne? Ja. Aber habt ihr das, ist das hier zur Miete oder wie ist das? Ja, wir sind zur Miete hier auf die Firma, über unsere Firma. Geh doch einfach bei denen auf die Toilette. Nee, Chat, das meine ich. Also wir haben Gäste-WC. Habt ihr ein Gäste-WC? Oh, schwierig, bitte. Heimscheißer, Mann. Ich weiß auch nicht, was ich meinen Dings dabei gedacht habe. Normalerweise ist immer morgens, abends alles gut. Ich komme hier, ich steige aus dem Taxi aus und merke, nein, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann auch noch irgendwo im Nirgendwo, Alter. Ja, dann. Ja, ist das in Ordnung für euch? Ja. Also das mit der Security, mit der Insel-Security, habe ich euch auch abgekauft, weil ihr alle das gleiche T-Shirt anhattet. Das habe ich für einen Moment gedacht. Aber als er dann meinte, mit Geld, habe ich gedacht, Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ihr seht aus, als wenn ihr gerade vom Strand kommt. Aber Digi, ich habe auch keine große Fresse, wenn 6 Jungs um mich herumstehen. Ja, ja. Dann mache ich nämlich gar nichts, egal was ich sage. Ja, okay, dann ich stelle einfach die Kamera hier mal hin. So. So. Aber es ist echt sehr, also ein Traum. Also ich habe, dass ihr Security hier seid und aufpasst, das habe ich gefühlt. Würde zu der Insel passen, dass hier wirklich Security ist. Du meinst das Haus, was man nicht sieht? Ja, ja. Das ist so ein richtiges futuristisches Haus, ne? Ja. Digga, es sieht aus wie aus der Zukunft. Aber weiß man, wenn man das jetzt mal, weiß man, wer das gebaut hat oder wer da wohnt? So? Das sind so zwei Tech-Menschen und irgendwie Tech-Firma haben sie. Eine Tech-Firma, hier, Chat. Aufnahme von oben, von dem Haus. Ja, eventuell macht man da mal die Kamera rüber. Muss gestehen, als letztes Mal da vorbeigegangen sind, standen schon drei andere Leute davor und haben so. Und ich sag, was ist denn los? Und dann sagen die, das, guck dir das Haus an, das ist futuristisch. Was glaubt ihr, was so ein Ding da gekostet hat? 86 Millionen. 86 Millionen? Nur der Bau oder insgesamt der Wert? So, das ganze Ding, der Wert. So, Kaufwert. Das ist schon illegal hoch für Deutschland eigentlich, ne? Wo ist er? Ich mache hier nur Show. Eigentlich hinter mir, vor mir sind Leute mit Waffen. Ja, das war schon lustig, Digga. Ja. Das ist schon was, wo man drüber taugt. Ja, ich habe mich doch gewundert, als ich auch vorbeigegangen bin, dass das Tor auf war und so. Ja. Ich habe da gar nicht so dran gedacht. Hau rein mal besser. Lass dir gut gehen. Viel Erfolg euch, ne? Danke, ciao, ciao. Es war schon auf jeden Fall eine lustige Situation. Die Jungs haben sich einen kleinen Scherz erlaubt. Ich habe gelacht, die haben gelacht. Das war das Wichtigste. Das war eine schicksalhafte Einlenkung, denn Onkel Monty konnte seinen Darm entleeren. Deine Uhr aus Istanbul, die ich trage nur Uhren aus Istanbul. Auch wenn ihr da immer drüber lacht. Warum soll ich die originalen Dinger tragen? Ich kaufe einfach ein Duplikat und weiß mit einem guten Gewissen, dass das Original ist im Schließfach. Glaubt ihr, das sind Tiny Häuser, Chat? Die man mieten kann? Sag mal, wer lacht mich aus? Hallo? Hallo, achso, moin. Sag mal, sind das Häuser, die man mieten kann, oder was? Nein, ein Feriencamp. Also Feriencamp, so mit der Familie kann man in so einem Haus mieten. Ach so, das ist hier nur für Kinder. Nein, da können auch Erwachsene. Ah. Ah, okay. Danke für die Info. Schönen Tag euch. Ciao. Ich bin ein Influencer. Ja, das hört sich an wie eine Krankheit, aber das bin ich, ja. Also, viel Spaß noch. Also, ich finde es auf einer gewissen Art und Weise auch reckend, dass Kinder wissen, was ein Influencer ist. So, das ist hier natürlich auch ein Prachtgrundstück. Riesengroß. Das Haus ist größer als all unsere Zukünfte zusammen. Sehr schick auf jeden Fall. Vielleicht sieht man das, vielleicht auch nicht. Seht ihr, wie man durch den Eingangsbereich auf den See hinten sehen kann? Letztes Mal, als ich hier war, habe ich gesagt, zu meiner Begleitung, habe ich gesagt, das ist doch die Finnlandflagge. Aber sie sieht der Finnlandflagge ähnlich, oder nicht? Drei Häuser weiter Sido. Hat Sido hier mal gewohnt? Davon weiß ich nichts. Also, nur mal ganz kurz noch. Oh, das Haus hier mit Brink, ne? Das Haus hier ist das heftigste Haus insgesamt hier. Schaut euch mal bitte schön das Grundstück an. Tega! Da hinten ist das Haus. Ich würde behaupten, dass dieses Grundstück hier auch mindestens 50 Millionen wert ist. Guckt euch das mal an. Was ein Traum, Digga. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon ein Traum. Hier haben wir nochmal zwei kleine Häuschen, aber auch super schick. Da haben wir stehen einmal eine Erstklasse, ein Lamborghini Urus. Und das letzte Mal, als ich hier spazieren war, stand da auch noch ein Lamborghini. Ein Ferrari. Oh, moin hier. Wer kennt's nicht? Sein Taycan 4S einfach mal am Straßenrand stehen lassen, Digga. Oh. Alarmanlage, Kapi. Der Porsche hat einfach einen längeren Namen als ich. Versteht ihr, wie ich meine?
9 Elfer, Targa, 4 GTS. Marcel Eris. Digga, mein Name hat weniger Potenzial und weniger Zukunft als dieser Autoname, Digga. Das ist wirklich traurig. Ich frage mich, was das billigste Haus ist. Also, wie du hier zum Beispiel unschwer erkennen kannst, gibt es hier auch Grundstücke mit Häusern drauf, die weder bewohnt noch bebaut sind, beziehungsweise Altbau. Wie zum Beispiel hier jetzt. Weil die Leute einfach wissen, das ist pures Gold. Also einfach pures Gold. Das lässt du hier stehen, kümmerst dich nicht drum und es steigt im Wert. Und das günstigste Haus hier, würde ich sagen, fängt bei 4, 5 Millionen an. Vermutlich noch ein bisschen mehr. Oh, warte mal, ich muss mich mal kurz strecken. Ich habe einen Krampf im Arm. Oh Mann, ey, ich habe einen übelsten Krampf im Oberarm. Oh mein Gott, ist das krampfhaft gerade, mein Krampf im Oberarm, Digga. Oh mein Gott. Jetzt ist es besser, glaube ich. Mann, ey, also das Stativ die ganze Zeit in der Hand zu halten, ist echt schmerzhaft gewesen gerade. Tut mir leid. Das ist ja schon wirklich traumhaft. Digga, ich würde hier auch mit dem Zelt schlafen. Sag ich so, wie es ist. Ich würde auch hier mit dem im Zelt schlafen, Digga. Auf entspannter Rino. Das ist ein Haus, da sehe ich uns auch, Chat. Ja, moin, jetzt kommt die Polizei hier gerade, Digga. Hate my life. Bitte quatschen die mich jetzt nicht voll. Bitte quatschen die mich nicht voll. Nicht voll quatschen. Nicht voll quatschen. Nicht voll quatschen. Nicht voll quatschen. Dankeschön, sehr freundlich von Ihnen. Schönen Tag wünsche ich. So, komm mal her, du Wasser. Hier sieht man auch noch eine Bauruine, die halt einfach da steht, weil das Grundstück, auf dem es steht, einfach mehr wert ist. Selbst das, wenn das Haus verfällt und nur noch Bauschutt ist, ist scheißegal, das Grundstück wächst vom Wert. Ich hätte als Chef den Bullen sagen sollen, kommen Sie mal bitte mit und tun Sie mal gleich so, dass sie gerufen worden sind, weil da jemand entführt worden ist. Das wäre lustig gewesen. Aber ich bin zu doof, Digga. Die Ideen kommen immer erst, wenn die Chance vorbei ist. Das wäre sehr lustig gewesen, Digga. Und die Grundstücke und Immobilien sind aktuell zumindest noch, was du in Deutschland machen kannst, mit das beste investierte Geld. Ich Moin. Mitgemacht? Ein was? Ein Video. Nee, Videos mache ich nicht, Digga. Du kannst ein Foto machen. Ach so, wer ist das? Cosmo. Cosmo, hier, du bist im Stream. Wen willst du grüßen? Wen willst du grüßen, Cosmo? Ich grüße Rocco. Rocco? Rocco, die Legende. Ich kenne nur einen Rocco und der hat früher uns gedreht. Man sieht ihn überhaupt, mach mal die Helligkeit höher. So, jetzt sieht man ihn. Salam. Bruder, du warst geil in Content, Mann. Dankeschön. Also, lass dir gut gehen, ne? Ciao, ciao. Warte mal, mach noch einen Screenshot für ihn. Jalla. Ich mach Screenshot. Gut, Dankeschön. Alles klar. Hau Danke. Rein, Digi. Ciao, ciao. Wohnst du hier, oder was? Digga, ich bin 4 Kilometer gelaufen. 4 Kilometer gelaufen? Ja, ja. Digga, also ich sag dir ganz ehrlich, mein Mitleid hält sich an Grenzen, aber freut mich trotzdem. Ah, hier ist ein Kranz hingelegt worden von der Berliner Feuerwehr, okay. Ein Kranz und ist ja immer ein Zeichen davon, dass jemand gestorben ist, würde ich sagen. Aber das Grundstück, also mal für euer Verständnis, das ist hier das größte Grundstück, was anscheinend, denke ich mal, zu verkaufen ist oder halt auch nicht, aber theoretisch gesehen schon. Keine Ahnung. Schaut mal, wie riesig das ist. Und das ist halt mit Wasserblick, ne? Also nur dieses Grundstück würde ich so von meinem Bauchgefühl sagen, bestimmt 20 Millionen, Digga. Ich weiß nicht, wie der Blick nach hinten ist, aber ich glaube, das ist Seeblick. Aber ich würde sagen, mindestens 20 Millionen, Digga, von den Jungs, der Jointgeruch zieht bis hier hinten hin, ne? Aber ich kann ich werde nur kurz das einmal anschneiden. Ich habe mit Skyline TV... den kennt ihr ja von Knossi auch, der ja auch selber streamt. Ich habe mich mit ihm connected gestern, telefoniert. Der ist ja gebannt auf Twitch für 2 Wochen. Ich habe mit ihm telefoniert, habe mich mit ihm kurz geschlossen und wir werden definitiv auch Projekte anstreben, wo er mit seinem Equipment kommt und wir geilen IRL-Content machen. Stellt euch einfach vor, das ist euer Grundstück. Stellt euch vor, das ist euer Grundstück, Digga. Da ist euer kleines Häuschen und das ist euer Grundstück, Digga. Das ist wunderschön, Digga.